So, herzlich willkommen an Teil 3. Ich muss das hier leider unterteilen, weil ich immer genau weiß, das ist mein Kanal. 15 Minuten Video, glaube ich. Mehr darf ich nicht machen. Hatte ich früher mal länger. Aber ja, ist auch besser. Da kann man da mal ab und zu vorspulen. So, ich habe jetzt hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen. Und schon fast in der Ortschaft ist es mir aber wurscht. Dass sie nichts kein Kind trifft, auf der Straße und dann hauen wir einfach ab. Okay, bei der nächsten Ortschaft würde ich das jetzt nicht empfehlen, dass ich da mit 70 losrausche. Aber bei der hat sie es gerade so schön angeboten. Sollte man aber nicht nachmachen, ja. So, jetzt bin ich immer noch nicht auf dem Gas, jetzt kommt da. Bom. Tempomat rein, der steht jetzt auf 51 und dann gibt er wieder Gas. Ich habe jetzt exakt den Fuß vom Gas weg. Wenn ich bremsen will, dann kann ich das auch mit der Hand machen. Nennt sich Retarder. Genau, also ein komisches Radarzeichen und das ist dann auch nett versteckt. Ein Radar. 30 ist ja nicht, aber. Laufer. So was sehe ich jeden Tag 50 Mal. Warum wir deswegen keinen Stress machen? Das war jetzt Borms oder so ähnlich. Oder Bombs. Saugauer Straße. Immer noch auf der B32. Passt das hinten schon nicht, die sind voll am Drängeln. Aber ja, kann mir egal sein. Ich fahre da Tag für Tag, Woche für Woche. In so eine Affen lasse ich mich nicht mehr stressen. Kleiner Fehler, wenn die so dicht auffahren, dann sehen sie nichts. Und wenn sie nichts sehen, sehen sie auch nicht, dass die Strecke frei ist. Dann klebt sie immer hinten dran. Und dann dauert es 2-3 Stunden, dann sind sie auch da. Super. Hey, einmal ein bisschen Abstand genommen, ein bisschen mit Schwung und zack, bin ich vorbei. Kann man ja wohl ausrechnen, oder? Abgefahren. Durchweg. Flix, ist es schon wieder dunkel. Lass doch mal ein bisschen heller machen. Macht aber nicht. Naja, geht halt auch voll in die Sonne rein. Kann man nicht ändern. Das verstehe ich. Knallt Frosch. Ja, ist ein richtig böser Drängler hinter mir. Aber wie gesagt, selber schuld. Einfach ein bisschen mehr Abstand nehmen und dann kann man ganz toll überholen. Aber bei den Kuppen würde ich mir halt nichts trauen. Da kann ich in jeder Kuppe den nächsten vorschießen. Der ist gerade auf die Überholspur. So, was haben wir denn? 15 Kilometer noch.
normalerweise, wenn er drängeln würde, würde ich sagen, hey, ich gebe ihm Zeichen, weißt du? Aber er sieht es ja gar nicht. Ich habe ihm vorhin Zeichen gegeben, da hat er es nicht gemacht. Hey, ich gebe noch einmal Zeichen. Ich habe noch keine Lust, mit euch zu spielen jetzt. Wenn er überholt. Der ist, wie gesagt, seit Anfang vom Video ist ein hinter mir. Seit ca. 6 Minuten. Ne? Ja. Und will überholen, kriegt es aber irgendwie nicht gebacken. Ich habe dem vorhin einmal ein Zeichen gegeben. Ja, ich gebe ihm jetzt gleich nochmal ein Zeichen, dann soll er endlich mal abzischen. Jawohl, jetzt hat es Handy geschafft. Hat man gerade gesehen, oder? War jetzt schon ein bisschen knapp, würde ich sagen. Ein bisschen knapp, aber... Schloss breit genug, da kann man auch zu dritt nebeneinander fahren. Allerdings bei solchen Geschwindigkeiten und mit wenig Erfahrung nicht zu empfehlen. Du brauchst einen kleinen Schlängerer machen, dann legst du beim anderen im Auto drin. Wollen wir ja nicht hoffen, aber da halte ich mal eiskalt das Lenkrad fest und ziehst durch. Und wenn die Spiegel wegfliegen, ja, dann war es zu knapp. So einfach ist das Spiel. Brötchen haben wir nachher noch. Ich frage mich, warum es bei der Dispo niemand meldet. Ich könnte mal nachgucken, vielleicht hätte er schon angerufen. Nein. Heute ist irgendwie TTT, TTH. Seite irgendwie rangekommen. Da ist ein bisschen eine Baustelle. Aber von der Seite bin ich jetzt noch nie gefahren. Aber jetzt wird es immer von der Natur her immer schöner. Eben näher mal an Ravensburg kommen. Kommt nämlich so langsam ins Allgäu. Aber nur langsam. Da werden wir wohl nur einen Teilstreifen nachher. Das ist ein bisschen wackelig sonst. Als es ist. Ganz genau haben wir alle Platz. Jetzt würde ich zum Beispiel warten, bis der LKW raus ist, weil der kann sein, der streift meine Spuren über. Weil wenn ich jetzt an dem an der Seite vorbeifahre, dann wird es problematisch. Erstmal warten die LKWs. So, jetzt kann ich die Spur schneiden, ohne dass was passiert, weil hinter mir ist ja gerade in der anderen Richtung keiner unterwegs. Trotzdem ganz schön eine Wackelstraße hier. Ja.
muss man das Lenkrad festhalten, sonst bricht er mal aus. Und die 4 Tonnen Dünger, die liegen ganz vorne am Trailer vorne dran, die machen nur echt ein bisschen Gewicht mit und schaukeln nur ein bisschen mit. Leute, so weit, Gott sei Dank ist das keine Flüssigkeit, weil sonst sollte man das auch noch mitkriegen. Naja, selbst wenn es ist, können wir. Wir packen unser Zeug gemütlich drauf. Hat auch getan, aber nein. Hier hat mein Kumpel immer gesagt, bleib mir weg mit deinem Dankeschön. Ein Honi hat es auch getan. Ja, guter Spruch. Oui, oui. Spaß vom Weihnachtsmann gewesen sein. Da gibt es auch so ein Viech, das heißt, glaube ich, Blitzen. Donner und Blitzen. Oder? Ja. Genau. So. Kann mich jemand drauf sich einstellen, dass da noch ein Elchtech kommt. Ein Elchtech kommt. Oui. So. Aber wie gesagt, so langsam sieht man ein paar Wohnmobile rumstehen. Weil die auch. Was hier haben muss, muss ich sagen. Vielleicht so ein bisschen, hat es wohl hoffentlich überlebt. Ein Gas.
starten. So, jetzt wird es echt interessant. Lass den Wind jetzt mal laufen. Gucken wir mal, ob wir 20 Minuten zusammenkriegen. LKW-Fahrer ist manchmal nicht ganz so schlecht. Man kann schon ein bisschen in die weite Welt reingucken. Zwischendrin mal. Und irgendwann ist das eh alles Routine. Sommerlich hier. Da ist die Temperatur jetzt auch schon wieder auf 9 Grad gestiegen. Ich sag, vor ein paar Tagen war es noch wärmer hier. Heute bis zu 17 Grad. Vorhin hatten wir auch mal kurz 10 Grad, aber je weiter man unter den Bodensee kommt, desto kühler wird es in dem Fall wahrscheinlich nur sein. Weil das einfach nicht sich richtig aufwärmen kann. Da ist ja auch nicht viel los. So wie es ausschaut.
Achso, weil der Kollege da. So, da, da. Ist, wenn man dann runter bremst und dann halt unter, nach der Kreuzung wieder Gas gibt, dann bleibt der Retarder manchmal noch drin, wenn man den vergisst zurückzuziehen und dann ruckelt er schon gemütlich, dann wird du da ein bisschen langsamer, weil er einfach auch so gemütlich ist. Halt ein bisschen hier rum. Aber jetzt nicht sehr.
zur